In dem Overwatch schon wieder auf Wingman, Leute. Wingman, sehr schön. Die Wingman-Teile reißen jetzt gar nicht mehr ab. Also, gut, es ist das zweite jetzt in Folge. Aber letztens hatten wir auch eins. Von daher, wow. Du kannst doch jetzt nicht etwa durch die Wand gucken, mein Sohn. Ich frag mich doch dann wirklich, was da jetzt genau passiert ist. Ihr wisst ja, dass Wingman am Anfang ziemlich verhackt war, weil es keinen Overwatch-Zugang hatte und somit von den meisten Hackern, die eben gegen Legit spielen wollen, also von Bastarden eben genutzt wurde, um dies auch zu tun. Beziehungsweise es gibt auch Leute, die sich dann da Hacker versus Hacker-Spiele gemacht haben, aber warum ist denn da ein stehender Schatten auf dem Boden? Ihr wisst, was ich meine. Und dann kam irgendwann die Hinzufügung zu Overwatch und dann ist es abgeklungen. Na gut, ich eigentlich ist es Schwachsinn, was ich jetzt... Ich will gerade so mehr oder weniger sagen, warum ist es jetzt auf einmal wieder so stark, aber ich hatte jetzt in meinem gesamten Overwatch-Leben, also in diesen 130 Folgen, die ich gemacht habe, ja auch erst 3 Wingmen, also eigentlich ist es ja gar nicht so fatal. Mir kommt es halt jetzt so vor, weil es schon das zweite in Folge ist und ich davor ewig lang kein Wingman bekommen habe. Also es kam raus vor... Wie lange ist Overwatch schon im Wingman? 3 Monate? 2 Monate? Mehr? Mehr als 3 Monate? Ich weiß nicht genau. Und ich hatte bis vor einer Woche oder zwei, hatte ich nie einen Wingman im Overwatch. Alle anderen hatten das, aber ich nie. Und jetzt habe ich schon das dritte. Ja gut, also er hat halt auf jeden Fall Vision, ne? Das ist schon mal klar. Und ich... Ja, vielleicht auch Aim? Da müssen wir nochmal genau reingucken. Ich habe übrigens mitbekommen, dass euch die Abstimmung sehr gut gefallen. Es tut mir leid, wenn ich sie manchmal nicht hinbekomme, aber ab und an ist es so, dass ich halt einfach das Video vorbereitet habe mit Thumbnail, Titel, Text und so weiter. Krass, wie auf ihn drauf, eben durch die verschissene Smoke. Warum schießt er nicht durch die Smoke? Es ist uns doch eh klar als Overwatcher, dass er am Reinkacken ist. Hat er sowas von verdient? Hat er sowas, dass er jetzt verreckt ist, hat er voll verdient. Wir wissen zu 100%, dass er hackt. Warum versucht er es zu verstecken, indem er durch die Smoke nicht killt? Naja. Oftmals mache ich das Video komplett fertig und lade es dann hoch. Und dann gehe ich aus dem Haus. Und dann lädt es hoch. Das heißt, beziehungsweise, was ihr halt dazu noch wissen müsst, man kann die Fragen erst einstellen, wenn das Video hochgeladen ist. Also die Abstimmung kann man erst dann machen, wenn das Video von YouTube verarbeitet wurde. Und ja, ich lade es halt dann einfach hoch. Ich schicke es praktisch hoch. Mit passender Uploadzeit und so weiter und so fort, dass es für euch bereit ist. Und kommt dann erst um 18, 19, 20 Uhr wieder an den PC. Kommt dann erst heim, wie auch immer. Und dann kann ich halt keine Abstimmung machen. Ich mache dann meistens im Nachhinein noch keine mehr rein, weil die Primetime der Videos, das ist meistens so von 17 bis 20 Uhr, da kriegen sie die meisten zu sehen. Und wenn ich danach dann eine Abstimmung reinmache, gut, dann ist es ja trotzdem schön für die, die es danach sehen, aber ja, meistens vergesse ich es halt auch dann einfach. Ich denke mir, naja, ja. Aber immer wenn ich dran denke und die Zeit habe, mache ich auf jeden Fall eine Abstimmung rein für euch, so wie hier auch. Und die Abstimmung wird auf jeden Fall folgende sein. Ist es nur ein Vision Assist oder auch eine Aim-Geschichte? Leute, ich muss euch was sagen. Aha. Ich habe gerade oben noch einen Stream an und guck gerade den Chat an. So, also. Da unten... Er ist halt wirklich so... Ey, der sieht dich doch... Sag mal, ist der... Oh mein Gott, der ist so dumm. Er hat sich fast selbst gekillt. Es muss ein Silver-Kackvogel sein, ne? Lass mich kurz gucken. Alter. Seht ihr das richtig? Leute, könnt ihr das bestätigen? Ist der 13 Jahre alt? Sehe ich das richtig? Er darf doch noch gar nicht das Spiel spielen. What the fuck, dude? Also dieses Kalb will jetzt wissen, wie der Hase läuft und hat damit jetzt auf jeden Fall bestätigt, dass da der Vision Assist am Start ist, also für ihn selbst. Wahrscheinlich hat er sowas gesagt wie, pass auf, ich gehe an das Holz und wir gucken, ob er mich einfach so abknallt. Es ist passiert. Ja, es ist passiert. Die werden ihn wahrscheinlich 80 Zilliarden mal reportet haben. Krass. Was meint ihr jetzt schon so, kommentartechnisch? Denkt ihr, da ist auch ein Aimer noch mit dabei? Oder eher nicht? Oh, Profi, ah gut, er hat ihn geblockt. Also er hat seinen Mate geblockt, ich wollte gerade sagen Profi-Team, aber durch den Block hast du halt oftmals geschissen, ne? Okay, er wird... Man hat wahrscheinlich seinen Scope gesehen. Ich will jetzt nicht zwingend schreien, oh, der andere hat auch gehackt. Man hat sicherlich seinen Scope gesehen. Aber ja, ich mache Vision rein. Bei Aim bin ich mir nicht sicher und den Rest mache ich auch rein. Dadurch wird er eh gebannt. Ich muss zugeben, bei Aim, ich habe nicht ganz genau... aufgepasst, ob das jetzt auch Aim war, aber Vision ist zu 1 Zilliarde % bestätigt und das war's. Der ist weg. Weg vom Fenster. Okay, Leute, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch gefällt die Overwatch-Geschichte weiterhin. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.